Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und heute bin ich mal wieder für euch in Dragonflights unterwegs. Und zwar wollte ich euch wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Es geht heute um einen neuen Erfolg aus Patch 10.1.5 und diesen finden wir unter Dungeon und Schlachtzüge Classic. Und dort haben wir jetzt das neue Achievement Anführer von Sholomance. Und dafür müssen wir zwei Bosse besiegen. Einmal Dunkelmeister Gundling und, jetzt wird schwierig, Kirtonos der Herold. Na gut, so schwer war es gar nicht. Und diese beiden Bosse, die gibt es zusammen nur in der alten Version von Sholo. Die können wir ja mit 10.1.5 freischalten. Dazu habe ich auch schon ein Video aufgenommen gehabt. Müssen wir einige Rätsel quasi lösen und wenn wir das gemacht haben, können wir uns einen Port in das alte Sholo freischalten. Wir befinden uns in Sholomance und zwar in den westlichen Pestländern, so rum. Und wenn wir da reingehen, gehen wir normalerweise hier nach links in das Portal. Und jetzt wollen wir aber nicht nach links, sondern wir gehen nach rechts und hier hinter, da haben wir ein Buch stehen. Und damit können wir uns ins alte Sholomance reinporten. Wenn ihr dieses Rätsel noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr da nicht rein. Ihr müsst erst einen anderen Erfolg einmal abgeschlossen haben. Und zwar den hier, Erinnerung an Sholo. Und nur mit diesem Erfolg könnt ihr mit allen Char dieses Buch benutzen. Wie ihr das macht, wie gesagt, da habe ich einen Videoguide aufgenommen. Den werde ich euch verlinken, da einfach drauf gehen und dann könnt ihr das dementsprechend mitnehmen. So, was müssen wir jetzt machen im neuen Sholo? Wir müssen als allererstes einmal durch komplett Sholo durch. Das heißt, wir laufen quasi hier rein, dann hier unten runter. Und jetzt müssen wir quasi hier einen Zusatzboss beschwören. Diesen Zusatzboss können wir nur beschwören, wenn wir ein Item haben. Das Item schimpft sich Blut der Unschuldigen. Wo kriegen wir Blut der Unschuldigen her? Naja, wir müssen weiter in Sholo und zwar einmal durch, hier gerade runterlaufen und zwar, nee, das ist da nicht drin. Ach, da gibt es keine Map, perfekt. Ja, dann machen wir das mal schnell. Ja, das sind die alten Instanzen. Also ich laufe es jetzt mal fix mit euch ab, weil wir da leider keine Map haben. Also wir müssen hier durchlaufen. Hier in dem Raum geht es unten runter und unten ist dann Blut, Blutrippe heißt der. Blutrippe hat einen Schlüssel dabei. Sobald ihr hier unten wieder hochkommt, lauft ihr hier rüber, geht dann einmal hier durch. Ne? Ich habe jetzt hier schon die Instanz ein bisschen vorgeklärt, wie ihr seht. Könnt dann hier die Tür aufmachen mit dem Schlüssel von Blutrippe und dann gleich hier wieder links. Da geht es nämlich zum Endboss. Und hier beim Endboss ist der Fall, dass ihr quasi hier 6 Räume habt. 3 sind oben, 3 sind unten. Und jetzt wollen wir einmal hier nach links. Ich meine, es war nicht der Raum. Einer von den Räumen war dieser Metzger-Dude drin. Und wenn ihr den umhaut, ich glaube, der Raum war es, der droppt das Blut der Unschuldigen, ne? Ihr müsst aber sowieso alle 6 Bosse einmal töten, um den Endboss hier unten zu beschwören, ne? Also wenn ihr in jedem von den Flügeln hier die Bosse besiegt habt, dann kommt der Endboss und dann habt ihr schon mal den ersten Teil vom Achievement erfüllt, ja? Sobald ihr den Endboss habt. Das ist nämlich der Dunkelmeister Gundling. Und wenn ihr diese Bosse da oben besiegt, dann haut ihr auch diesen Metzger-Typ um, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie er heißt. Und der droppt euch aber halt das Blut der Unschuldigen. Heißt, jedes Mal, wo ich jetzt hier durchgelaufen bin und die Bosse gekillt habe, habe ich das Blut gekriegt. Und mit dem Blut wollen wir jetzt zurück zu dem einen Ausblickspunkt, hier diesem kleinen Balkon. Und das können wir da einmal einsetzen. Und wenn wir das da einsetzen, dann können wir nämlich einen extra Boss beschwören. Ne? Da fliegt nämlich dann so ein Gargoyle rum. Den boxen wir um. Und ja, dann habt ihr quasi den Endboss umgehauen, indem ihr die 6 Bosse quasi unten tötet, er dann beschworen wird, ihn killt. Und bei den Bossen, wie gesagt, kriegt er dann das Blut, könnt dann den Gargoyle beschwören, den haut er um und dann gibt es dementsprechend den Erfolg. Wie gesagt, wichtig, ihr müsst halt vorher Sholo freischalten, sonst könnt ihr das alles nicht machen. Also das alte Sholo und ja, das ist doch ein bisschen mehr Aufwand, würde ich mal behaupten. So, haben wir ihn umgeboxt. Und ja, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Videoguide. Wie gesagt, das andere Video werde ich euch verlinken. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.